Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play. Wie heißt das überhaupt eigentlich noch? Trust and Betrayal. Ja, sag ich ja. Auf jeden Fall wieder mit der glorreichen Gruppe aus Team Blau. Mit Horchi und mit Anne und mit Nifis. Und der Rest. Ne? Wir kriegen das mit den Namen noch hin. Und das dauert jetzt noch so 3-4 Folgen, dann haben wir die Namen auch von uns auf jeden Fall. Nächstes Mal haben wir eine neue Gruppe. Dann kann ich auch meinen eigenen Namen. So, Anna hat ihren Grabstein wieder gefunden. Ja, ich habe meinen Grabstein wieder gefunden. Ich habe den gesehen vorhin. Moment. Jetzt falle ich bestimmt nochmal runter und die lachen mich aus. Oh Gott. Der ist eine Spinne mit einem lustigen Hut. Und den Hut möchte ich jetzt haben. So. Spinne. Heldenhaft. Oh, ich möchte diesen Hut haben. Ich habe ein Haus dekoriert. Da ist mein Grabstein. Ich werde das jetzt mal kurz hier waypointen. Ich habe einen Wikingerhut. Spring runter. Oh, warum geht's nicht? Wie kann ich denn löschen? Was löschen? Mein Haus ist kaputt. Waypoints löschen? Nochmal draufklicken, glaube ich. Mein Haus ist kaputt, warum geht das nicht? Okay, bin ich blöd? Bambus oder ist das ein Sand, oder? Ja, Bambus eine Witch, natürlich. Ja, ich gehe jetzt auch zu der Witch. Bambus muss auf Sand, kann aber auch auf Erde, glaube ich. Ja, aber es geht nicht, mein Bambus ist kaputt. War das Bambus? Bambusschotte. Bambus musst du auf Sand pflanzen. Sag ich mal, wo ist das denn, oder hast du es kaputt gemacht? Sand? Kann mir jemand was zu essen geben? Ich verhungere sonst gleich wieder. Ich denke, du hast deinen Grabstein gefunden. Habe ich auch. Aber ich komme da nicht hin. Ist das nicht so ein Zuckerrohr? Das ist ja Bambu und kein Bambus. Dieses Bambus heißt doch... Wie heißt das noch? Heißt das nicht Sugar irgendwas? Okay. Sugar. Oh, Anne. Hol jetzt... Ich hole jetzt Holz, ich bin nämlich jetzt im Sumpf und hier. Ja, wer holt mir jetzt meinen Grabstein? Okay, ich habe schon verstanden, ich muss mich selber. Hol dir eine Spinne, dann ist alles gut. Ey, wie soll ich mir ohne Items eine Spinne holen? Mit der bloßen Hand. Wir können die hier nicht immer alles. Nicht immer alles. Du musst erwachsen werden, Anne. Du musst erwachsen werden. Anne, ne? du musst jetzt auf eigenen Beinen stehen. Auf eigenen Spinnenbeinen. Das ist blöd. Ihr seid doof. Warte mal, wo bist du? Bist du gerade weit weg? Dann komme ich eben holen. Nein, ich muss auf eigenen Beinen stehen. Jetzt wieder einschleimen wollen, wa? Ja, jetzt weiß ja, wenn ich, jetzt sie kommt sagt, wenn sie sagt, sie kommt nicht dran, ist ja auch kacke. Ja, natürlich kommt sie dran. Das ist ja wie keine Arme, keine Kekse. Ich muss mich halt irgendwie runterbauen, aber ich habe ja noch nicht mal eine Schaufel. Das ist ja... Ich habe einen Teppich verlegt bei mir in meiner Wohnung. Alter, Horchi, ey. Hauptsache, der Teppich ist drin in der Wohnung. Hauptsache, Flocati. Willst du meinen Teppich sehen? Nein. Ich will auch nicht deine Briefmarkensammlung sehen. Ist ein sehr schöner Teppich. Ich kümmere mich gerade um meine Beerdigung. Aus Bambussprossen-Teppich. Bambussprossen-Dekadenz, sowas. Ja, Slabs kann ich daraus bauen. Da habe ich Teppich draus gebaut. Horchi hat sich wieder rasiert und sich daraus einen Teppich geflochten. Warte mal, ich komm mal rein. Horchisheim. Er sieht ziemlich awesome aus. Ja, ist nicht schlecht auf jeden Fall. Aber es reicht nicht für alle Sachen. Na, aber ich hab ganz viel Holz. Daraus kann man bestimmt auch ein geiles, irgendwie so ein Strandhaus bauen oder so. Ich mache daraus gestrandet. Aus dem Projekt. Lass gestrandet. Das ist ja die Idee, noch nie da gewesen. Moment. Für Leute, die den Joke jetzt nicht verstehen, auf meinem Kanal, es gab schon ein gestrandet Projekt und das ist der Nachfolger davon. Du aber, glaube ich, in der Ansage gesagt, ne? Aber weiß ist das... Nicht, ja. Bitte? Hast du deinen Grabstein gefunden? Hat irgendwer von euch... Jetzt komme ich gleich an und irgendjemand hat ihn schon abgebaut. Oder Ofen so. Steht oben drauf. Trollololol. Aber glaube ich nicht. Ob Bambus wohl brennen kann, ist egal. Da ist Kohle drin. Die Sumpfbäume sind extrem kacke. Die sind 3x3. Jetzt sag mir bitte, dass ich den Grabstein auch ohne Spitzhacke abbauen kann. Nein. Mit der Hand kannst du ihn abbauen. Ja. Das dauert ewig, ja. Aber hier ging es wohl gar nicht. Oh lol, ich bin aber auch echt bescheuert. Also bei mir ging es vorhin, als er mich getötet hatte. Ich hab jetzt ein Haus. Das tut mir immer noch in der Seele. Jetzt hör auf. Komm da nicht drüber hinweg. Ist der Baum gewachsen? Hat irgendwer ein Skelett gesehen? Ich hab meine Items wieder. Und jetzt ist Anne gestorben. Und jetzt fällt sie nochmal runter. Hat irgendwer von uns Knochen? Oh, das ist Apfel. Knochen haben wir schon verbraucht, an diesem blöden Baum da oben. Meine Mama hat immer gesagt, ich bin nicht dick, ich habe nur schwere Knochen. Machst du Kugelfarming oder machst du dein Haus? Deiner auch? Nee, ich weiß es nicht, das ist irgendwie... Platz schaffen, damit wir hier irgendwas bauen können. Nee, du baust noch mein Haus rein, ich mach nicht. Heute hat sich Zug vor deine Mutter geworfen.
Okay, ich weiß, was riskant ist. Es kann schief gehen, es kann auch voll schief gehen. Kann schief gehen und schief gehen. Klingt erfolgsversprechend. Okay, ja, du machst das schon. Ich gehe mal wieder hoch. Ich habe jetzt 3 Stacks Holzplanks. Reicht das? Ja, das hört sich gut an. Wie sich so langsam hier auch die Häuser vermehren. Okay, ich sterbe. Formieren auf dem. Ich habe noch nichts geschafft in dieser gesamten Aufnahmesession. Ich bin tot. Oh, nein. Oh, ich lebe noch. Okay, ich gebe euch mal einen Tipp. Wenn ihr an 1x1 Feld groß Feld seid, werdet nicht zur Spinne. Die passt da nicht rein. Nee, die passt da echt nicht rein. Du kriegst ganz viel Schaden. Wäre fast gestorben. Bist zurück morgen. Achso, ja, die Folgen müssen wir auch. Wir sind jetzt bei der dritten Folge, ne? Ja. Wir sind jetzt bei der dritten Folge, richtig. Wenn du zurückmorfen willst, du hast halt wirklich nur 3 Sekunden, oder sonst bist du tot. So, ich glaube, ich werde mich jetzt runterbuddeln in eine Höhle. Der Creeper kann nicht schwimmen, interessant. Nicht? Doch. Nee. Nein. Doch. Doch. Der paddelt mit seinen Beinen. Enderman, ja, ich wollte Enderman sagen, Entschuldigung. Enderman sind ja auch gegen Wasser schwach, die verrecken ja auch da drin. Ja, ja, ist klar. Oh, du Noob. Oh, ich hab Aluminium gefunden. Yeah, ja. Kann ich mir Alufolie craften? Krass. Ach nee, das Geschichte. Ist für Galaktik. Nie wieder flatterige Butterbrote. Schafe passen sich die Türen durch. Ja, Mobs sind ein bisschen fetter. Ja, ja. Mobs sind fett. Hab ich jetzt nicht gesagt. Plüschig. Flauschig. Schwere Knochen. Schwere ist das Knochen. Eigentlich hier mit Schafe haben schwere Knochen. Mit Strip Mining. Dürfen wir das? Wer strippt? Könntest du Mining machen, warum denn nicht? Ich glaube, das ist erlaubt, weil steht ja nicht in der Regel, ne? Das ist okay. Dann warum soll es auf dem Boden sein? So viel Vorteil wir hatten mal ein Ultra-Hardcore-Projekt, da war es nicht erlaubt. Ja, aber so viel Vorteil hat es noch nicht. Ich habe eine Fledermaus gehört. Wo bist du? Wie willst du denn sonst überhaupt meinen? Gleich bin ich wieder da, Leute. Ich bin wieder Game. Ich kann Dinge tun. Normal meinen halt. Ja, ja, das ist einfach wie damals, als man Minecraft noch real gespielt hat. Damals! Als ich noch jung war! Gibt's hier ein Quarry? Da war Minecraft noch Early Beta. Da war Kobi noch grün. Was? Faker. Jersey, wo ist die Fledermaus? Hier als rechts. Als ich noch jung war, hieß Bambus Zuckerrohr und andersrum. So, mein Baum ist ja immer noch nicht gewachsen. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich habe ein Fossil gefunden. Ja, da kannst du irgendwie Archäologie betreiben oder so. Oh, hier gibt's sogar Knochen. Bei meinem Kram hier abladen. Oh. Ich habe einen String gefunden. Hoffentlich ist der nicht. Ist alles. Und dann wird er wieder zu Fledermaus. Ich hasse ihn. Das ist alles String. Bestimmt. Stimmt, das meinst du. Fast nicht getragen. Jetzt günstig im Angebot. Ich weiß nicht, ob ich hier mein Haus bauen soll oder ob ich irgendwie woanders hinken soll. Tja, das ist natürlich jetzt. Alles dringend Weinrot. Ist gerade Nacht? Getragen. Nee, ist es nicht Nacht. Okay, weil ich Zombies höre. Was? Bist du nicht gerade in der Höhle gegangen? Ja, ich suche ja gerade die Höhle, wo die Fledermaus und der Zombie drin sind. Ich höre sie. Ich hätte auch gerne Fledermaus. Bring mal eine mit. Wir könnten ihn ja wieder töten. Nein. Stimmt, geht das? Kriegst du dann seinen Körper? Nein, ich hab seinen gekriegt. Er hat meinen Skin gekriegt. Ach, schade. Er lohnt sich gar nicht, ihn zu töten. Hat irgendwer eine Uhr am Kopf? Ja. Ja. Müssten jetzt so fast 7 Minuten rum sein? Kommt das hin? Ja, Anne. 8, okay. Ich hab was draufgeschlagen. Warn mich doch bitte vor. Niemals. So, ich muss jetzt mal was Produktives tun, statt nur hier rumzutrollen. Eine Pickaxe ist gleich kaputt. War doch produktiv, hast du mir Angst gemacht. Ja, das war natürlich produktiv. So, das ist hier das kleine Haus von dir. Ah, ich hab die Höhle gefunden. Wieso klein? Ich hab einen riesen Keller gewaltet. Ich war nach unten gerade, so ein Weg einfach. Speedway. Was ist das hier? Sollte das auch schon ein Haus werden? 5x5 oder was? Nee, die Fledermaus, komm hoch! Da bei der Tür ist mein Haus, mehr ist nicht. Nee, hier oben auf dem Berg, oben drauf steht fragen. So ein Gerüst. Ach so, das weiß ich nicht. Meinst du es nicht? Okay. So. Komm, ich sehe mal Abgründe, wo ich nicht hin will. Ich würde gerne nach unten irgendwie kommen. Ja, Mann, ich habe eine Fledermaus. Ach nein, gib her. Wie fliegt die? Ach so. Du. Oh, Anne. Creative fliegen. Wo ist der Berg? Wenn du Kohle findest, auf jeden Fall bringen wegen Ofen. Hab ein bisschen was alles Geld geil. Was? Ich will eine Kohle.
Ja, ich bin noch Kohle. Haha, okay, der war so schlecht, der kam bei mir auch erst ein bisschen später. Ist schon okay. Jetzt sind wir ja Zuschauer schon gewohnt. Wo ist denn unser Zuhause? Ganz oben, ne? Da. Seht ihr die Fledermaus? Seht ihr sie? Nee. Oh, nee. Was? Fledermaus aufbauen, schnell. Scheiß Vieh! Scheiß Vieh. Machen so Fledermäuse? Ja, die Star Wars Fledermäuse. Die hat gerade ein Steak gegessen. Hier, Holz. Au! Alter, warum haust du ihn denn? Ich weiß nicht, ich war neidisch. Ich bin klein und gebrechlich. Schon voll die Sünde. Ich bin doch jetzt der Idiot, der immer Holz holen darf. Ja, stimmt. Stimmt. Hol Holz. Stimmt, hol Holz. Hol Holz. Was machst du hier? Verschwinde. Hol Aua. Holz. Ich habe noch kein Holz gesehen. Wage es nicht, hier zu landen, ohne Holz dabei zu haben. Ich habe dir gerade einen Stack Holz mitgegeben, ja? Hast du den Anne gegeben? Gut. Nur ich Anne gegeben, ein Stack habe ich hier gegeben. Das ist ja wie Perlen für die Säue werfen. Die arme Anne. Stimmt. Ja, seid mir jetzt nicht so gemein. Was schmelzt ihr denn gerade im Ofen? Hast du gar nicht gehört erst. Wir schmelzen gerade deine Seele im Ofen. Da ist nichts zu schmelzen. Das ganz schön gemein. Wir müssen das Haus breiter bauen übrigens. Wie breiter? Nefias. Weil es soll innen scheinbar mindestens 5 sein. Das heißt, 7x5 hat er geschrieben. 7x5. Mein Haus ist groß genug. Ja, machen wir halt. Größer ist kein Ding. Alles klar. Meins ist groß genug. Bräuchten noch mehr Öfen. Das wäre ganz cool. Naja. Und ich mach mal. Ich brauch mein Kabel für meinen komischen Weg hier. Schon okay. Also mein Tipp, wenn ihr irgendwann nach unten kommt, holt euch eine Fledermaus und kommt dann erst wieder hoch. Alles klar. Weißt du, jetzt denkt er, er wäre der Macker, weil er hier Fledermaus ist. Ja, guck Mann! An, ich habe eine Fledermaus. Oh, sieht mich an, ich bin cool, ich habe eine Fledermaus. Weißt du, so Leute, ne? Naja, gleich das Abo. Ja. Bin ich ja immer aggressiv, wenn ich sowas höre, ne? Muss ich ehrlich sagen. Anne wird arg. So, ich wollte mich schnell zurückverwandeln, ich bin gerade ein Squid. So. Ist doch vorbildlich. So, ich hab das war ein kluger Schachzug. Ach nein. Das brauchen wir ja. Lange? Ach, du hast mit Cobblestone hast du gebaut. Jetzt baut ja doch jeder irgendwie sein eigenes Ding. Irgendwie schon, ja. Ja, irgendwie schon. Wir brauchen Eisen auch unbedingt. Also ich baue hier einfach nur so eine Treppe hoch bis jetzt. Guck aber mal, ob ich mich da hier unten irgendwie breit mache. Na gut, dann mache ich halt auch mein eigenes Ding. Machen alle nicht, unser eigenes Ding! Yeah! Wäre halt witzig gewesen, hätten wir so ein Ding zusammen gehabt. So. Eines Tages vielleicht. Eines Tages. Es gibt ja eh ein Gemeinschaftsblauhaus, glaube ich, so wie ich das verstanden habe. Ja? Wird das irgendwann gebaut? Ja, ich glaube schon. Müssen wir das bauen? Ich das verstanden, dass es irgendwann mal auch was Gemeinschaftliches gibt. So, so halt Hauptgebäude, glaube ich, sollte es geben. Was ist denn hier eigentlich in der Kiste drin? Das ist die Zentrale. Das ist Eisen. Eisenschmelzen. Ja, das ist ein Baum. Warum hat sich eigentlich keiner den Baum da hinten? Ist das nicht der Baum von Merv? Ja und? Vom Math. Oder Teamplay? Nee. Betrayal, oh, weißt du doch. Vom Crystal Math. Mist, ich komme nicht an den Baum ran, das ist das Problem. Der denkst mir viel zu lang. Ganz unten ist ein Haus, gegenüber sind Häuser. Das rosane Haus ist ja hübsch. Wo ist denn das rosane Haus? Ach da. Oh, das ist sogar von Team Blau. Von wem ist denn das? Da unten ist ein Grabstein oder so. Das hat sogar rosa Türen. Siehst du das da unten, dieses Holzding da? Ja, das ist diese. Was ist das? Nee, ist Kirschwood, ne? Eukalyptus, glaube ich, meine ich. Ach, Eukalyptus, stimmt. Kirschwood ist ja normal. Oh, das ist mir alles heavy unten. Ach, da. Wir hätten da dieses Kreuz auf den, wir hätten dieses Jesuskreuz hier auf den Berg gesetzt. Ja, meine ich doch. Krieg ich einen Schreck, alter Schwede. Hab ich ja gemeint. Ich baue jetzt auch mit Cobblestone, ich habe keinen Bock hier so lange zu warten. Was los? So. Man. Ich will eigentlich eine Picke machen. wenn ich mir jetzt eine Schere mache, kann ich da eine Wolle kriegen? Ich glaub, das kann nicht gut sein. Also es gibt ja auch probier's den DNA-Mod mal drauf, wenn wir den Horchi die richtigen DNA injizieren, können wir aus ihm Milch, Wolle und er kann fliegen. Oh, eine eierlegende Wollmilchsau. Eine Scissor. Ja. Nice. Oder eine Schia, das heißt sie ja. Werd mal kurz zum Schaf. Horchi, werd zum Schaf. Werd zum Schaf. Okay. Los, Horchi. Jetzt stirbt er instant dadurch. das wäre total traurig. Bist du bereit? Ja. Okay, es geht nicht. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Ihr könnt doch alle in meinem Bett schlafen. Nein. Weißt du, wie er lacht dabei? Ein Schaf, ich hätte fast gehauen. Ach stimmt, so war das.
Oh, als Fledermaus baut man aber extrem langsam ab. Ach so, war das. Haben wir noch Holz in der Kiste hier? Nein. Ja, ich kann dir ein Stack geben hier. Hast du das Holz? Ja. Hier, komm her. Auch Holz. Oh, dankeschön. Gut, dass du es da ins Loch geworfen hast. Krieg ich auch Holz? Nee, hol dir selber. Du bist Fledermaus. Ich glaube, den ganzen Koppel weg. Ich war nicht. Ja, den kannst du haben, weil ich wollte jetzt hier genau. Guck mal, das, was du brauchst. Ach ja, guck mal, was ich kann. Wollte ich jetzt. Das machst hier. Du nicht gerade an, oder? Was denn? Tja, was machst du jetzt? Nee, das geht nicht. Was denn? Das war nein. Nein, was meinst du, warum ich hier runtergefallen bin? Weil ich mir hier den Bauplatz ausgesucht habe. Jetzt ist er verwirrt. Nee, wie ist er verwirrt? Wo kommt der Block wieder her? Hier ist ein Schaf, das jetzt über Blöcke. Wenn du wieder runterfallen würdest, oder? Ach, jetzt 5x5? Nee, das ist ja größer. Eigentlich brauche ich Holz. Ich brauche Holz. Holz vor der Hütte. Nee, wie hat so viel Holz, da gibt es nichts ab. Was? Du brauchst so einen Holzboden, guck dir das an. Ja, klar. So also ein Holzsammler. Das ist ein Ritschnigger hier. Was? Hast du das N-Wort gedroppt? Er hat das N-Wort gedroppt. Warte mal, ich mach das relativ NASA. Gut. Ich gehe jetzt Holz sammeln und komm dann erst wieder. Wenn du eine Fledermaus hast. Ich will die Fledermaus. Ah, ich will die Fledermaus eigentlich schon. Er will sie. Jeder will sie. Jeder will die Fledermaus. Ich krieg noch mal eine. Ich krieg den Enderdrachen, so. Den kann man nicht morphen. Na und? Den krieg ich trotzdem. Ich modde das Spiel selbst. Das hält mich nicht auf. Das steht nicht in den Regeln, dass man nicht eigene Mods einbinden darf. Doch. Hat Dalu heute noch in der Konfi geschrieben. Flucht! Mach mal. Keine anderen Mods, als drin sind. Spielverderber. Oh. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Eigentlich? Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Mit der Wolle. Soll ich gucken kommen? Weißt du, das mit Marble ist mir gerade zu blöd. Slang bei Enderman. Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Ich glaube, die sollte da so dranhängen, oder? Du hast richtig gemacht. Sieht gut aus. Nee, die sollte da drunter, so einen runter. Irgendwie. Ah, das finde ich also aber doof. Du musst quasi da, wo du das hast, musst du noch einen Zaum machen. Ist das nicht eigentlich voll wurscht? Hauptsache, da ist blaue Wolle ich dran. Ich glaube auch. Naja. Erkennt man doch so. Oder? Aber ich finde, das sieht doof aus. Jetzt hier Hausplatz. Hallo. Bobby, was sagt die Zeit eigentlich? Ich habe gerade nachgeguckt, weil es eine Viertelstunde rum, glaube ich. Okay. Dann 17 Minuten. Gott sei Dank, endlich habe ich auch mal was geschafft hier in der. Ich irgendwie nicht so. Ich habe echt Angst zu überziehen irgendwie. Ich hasse sowas. Wir haben eine halbe Stunde Zeit. Also diese Angst halte ich aber für. Halbe Stunde, ja. Maximal. Okay, es geht wieder. So. Oh, das ist echt gefährlich hier auf diesem Berg. Quatsch. Ach Quark, weißt du immer diese Paranoia und so, ne? Was sagt dein alter weiser Mann? YOLO. Wie der alte Feng Shui schon damals sagte. YOLO. 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 Natürlich. Ein Ling. Denn ein Ling hat keine Ecken. Baby, willst du mein Haus rein? Nein, ich will bei dir nirgends reinhorchen. Leicht. Darfst du nicht mehr rein? Ich hab ein Schild dran gehangen. Was machst du denn jetzt? Man muss bei dir Zuflucht finden können, du hast gegen die Regeln verstoßen. Ja. Was, worum geht's? Aber ich mag euch nicht. So. Ich hatte eine Abstellkammer. Für wen gehört gehört die blaue Wolle hier zu deiner Höhle, Heuchi? Was? Oder zu was gehört die? Welche blaue Wolle? Die hier ist. Hä, wo denn? Ja, hier, die bei mir am Haus ist. Ich mein, bei Nefi. Die? Das Ding hier? Nee. Ja, gehört nicht zu dir. Okay, dann sollte die wohl mir. Mein Haus unterirdisch, weißt du doch. Oder so ähnlich. Unterirdisch hässlich. Was? Verstehe nicht. Ich kann hier Lieferdienst spielen, Anne. Also wenn du was brauchst, schrei rüber, ich kann fliegen. Ja, Oma Holz. Pizza Oma Holz. Pizza Max. Ja, warte, ich hol gleich. Müssen wir jetzt schon wieder die Karte rausholen von wegen, guck mal, ich bin eine Fledermaus. Er geht schon nachts in so einen Club rein, zu den ganzen schönen Frauen. Hey, ich bin der Fledermaus. Hey, Ladies. Ich komme da mit dem Spruch, ey, du bist zum Anbeißen. Oh Gott. Schrecklich. Habt ihr den Film Batman gesehen? Ich nicht. So, jetzt oh, da ist ein Hut. Ich will den Hut. Gescheiter Bode, proben wir jetzt. So, Heuchi geht nur voll auf Style in dem Projekt. Ich will den Hut, ich will das, ich will der, Style. Der alte Styler. Ich hab den Hut nicht bekommen. Warum hast du den Hut nicht bekommen? Wo habe ich meine Workbench? Ach, er ist durch Fallschaden gespielt. Ach, Spiel.
Ach, Spiel. Ich mag das Spiel nicht mehr. Ach, Spiel, das was machst du nur mit mir? Du altes Schlingelspiel. Ich hätte einen Pagenhut gehabt. Was ist denn hier? Oakwood Plains, voll der Grafikbug. Was soll das denn? Das ist kein Grafikbug, das ist Grobei. Ach so. Grafikbug. Oh, weißt du, da fließen wieder die Tränen. Drückt er wieder auf die Tränendrüse, weißt du? Ja, ja. Voll gedisst. Alle, dein Haus ist wunderhübsch. Ich weiß. Es ist im Rot gehen. Es ist, auch vor allem, es ist vor allem schon fertig, also es fehlt nur noch das Glas. Was für ein Haus jetzt? Meins. Deins? Ich geh Holz holen. Wie wär's denn, wenn du einen riesigen Turm baust? Gute Idee. Der Anne-Turm. Ach, macht voll viel Spaß, das Projekt irgendwie. Aber ihr habt ja nichts erreicht, ganz ehrlich, nichts erreicht. Weil wir nicht zusammenarbeiten, sondern jeder sein eigenes Haus baut. Ich brauche noch ein Dach. Ich überlege gerade, wie ich das. Ich glaube, ich mache auch ein Holzdach erstmal. Wie tief geht denn hier mal runter? Sakura-Wood, das ist das Rosane, ne? Nee, Sakura-Wood ist Kirsch-Wood. Oh, ich falle. Oh Gott, nein! Oh Gott. Oh, weißt du, das ist. Ja, vor, wenn du sterben willst, verlierst du alles. Ist ja geil. Claremore weg einfach. Nee, die behältst du. Ja, ich dachte, es wäre so. Aber man darf sich nicht in der Luft zurückverwandeln, das darf man nicht vergessen. Ja, ist schon klar eigentlich. Okay. Das könnte schief gehen. Ach Quatsch. Soll das schief gehen? Ja, du fällst. Ach so, okay. Ja, das ist so. Aber es ist so bewusst gewesen. Okay. Da wollte ja keine Luft ein Schaf werden. Damit du weich fällst. Ein fliegendes Schaf, das ist ja geil. Stimmt. Boing, federst du durch. Du wirst einfach ein Slime und federst wieder hoch, ey. Das geht? Also nicht hochfedern, sondern keinen Fallschaden kriegen als Schleim? Weiß nicht, ob es irgendwas gibt. Könnte sein. Könnte echt sein. Weil die Slime-Blocks. Slime kriegst du eigentlich keinen Fallschaden. Doch, der kriegt auch Fallschaden. Oder du kriegst die meisten Augen als Schleim, weil du gut einschleimen kannst überall. Slimes kriegen keinen. Danke. Der Flachwix-Witzbeauftragte hat der Flachwix. Der Flachwix-Beauftragte hat Witz zugeschlagen. Ist Horchi dann ab heute Flach- und Wix-LP? Der Flachwix-Beauftragte hat zugeschlagen, wollte ich sagen. So wie in der letzten Titeltieraufnahme der Hochdruck-LP. Ja, das ist schon alt, eigentlich. Da passt Flachwix auch wieder, wenn du Hochdruck hast. Jo! Gedüst! Okay. So, jetzt reißen wir uns mal wieder zusammen. Ah! Was war denn? Contenance. Doch langweilig. Contenance, Freunde. Contenance. Kontenanze. Kontenanze. Konstanze. Sie heißt Anne. So. Ich dachte, ich wäre die Einzige. Da hinten fliegt ein Huhn. Wer ist Huhn? Das denn? Wo fliegt ein Huhn? Ich glaube, ja, die können so runtergleiden. Stimmt. Kriegen auch keinen Fallschaden. Wer verwandelt sich da jetzt? Wer ist es? Ich bin kein Huhn. Es ist Mavcraft. Töten. Schutzzeit. Das Ding ist, wir kommen auch von dem Berg hier so schlecht runter, ne? Deswegen grabe ich gerade, geh mal meine Wohnung rein. Ich grabe einen riesen Tunnel nach unten einfach. Die Folge ist auch gleich wieder zu Ende. Ja, es wäre vielleicht gar nicht so dumm, Tunnel bis zur Ebenerde und dann halt. Ich bin dabei, ja. Ich baue einen riesen Tunnel. Ich gucke hier gerade um, ob sie irgendwie was. Ich überlege nur gerade, wie ich das hier. In deiner Wohnung? Ja. Hast also du neben zugeschüttet oder was? Nee, neben meiner Wohnung ist ein riesen Tunnel. So eine Art Treppe nach unten. Ich hab rosa Hühner. Und der folgt einfach. Die sind rosa Hühner. Nice. Ich bin gerade ein rosa Huhn. Ach, relativ smart mit dem Gang. Naja, nicht wirklich, aber ja, danke. Und zum Schluss hast du die Wolle benutzt. Ne, geht's auch weiter auf der anderen Seite. Siehst du das? Warte. Von der Wolle einfach geradeaus weiter. Ist das da, wo die Fackel hängt? Wahrscheinlich. Wo soll sonst herkommen? Ah, da, ja, okay. Wo ist denn Annes Haus da? Und dann geht's noch viel, viel weiter. Ach, krass, Mann. Jetzt weißt du, wie lange ich schon grabe. Nein, ich hab nicht so viel Sex. Komm, spannende Folgen. Ich hab jetzt verstanden, ich hab nicht so viel Sex. Hallo, ich baue Kobbel ab. Dafür hast du halt genug Kobbel um dir. Ah, da bist du. Anne, guck mal. Hey. Warte. Hey. Leute, ein rosa Huhn. Ich möchte jetzt auch kein Spielverderber sein, aber die Folge ist denn. Spielverderber. Oh, ich weiß. Weißt du, so Leute wie dich, ne? Ich wollte gerade noch Kobbel abbauen. Kannst du, glaube ich. Okay.
Wir dürfen ja, halt auch nicht weiterspielen, wenn wir nicht aufnehmen. Das ist das richtig, Problem. Richtig, richtig. Das ist halt echt so ein bisschen schade, ne? Das ist noch, das haben wir auch noch nicht gesagt. Wir müssen halt immer, wenn wir spielen, müssen wir aufnehmen, weil wir durch unsere Spielzeit leveln und später spielt es eine Rolle, welches Level du hast, weil du nicht nur gegen Leute kämpfen darfst, die ein ähnliches Level haben wie du. Ja, oder höher. Gleich oder größer, ja. Ja. Okay. Dann tschüss. Hasta. Tschüss. Tschüss, Leute.